herzlichen Glückwunsch, Paul. Ganz wichtiger Sieg, 30-23 hier in Baden-Baden-Sandweier. Und der Kemper College, der funktioniert einfach immer. Wort dazu. Ja, wir dürfen es nicht so breit treten, damit die Gegner das nicht jedes Mal checken. Nein. Um in so verzwickten Situationen noch ein Tor zu machen, hat es immer geklappt. Wie wichtig war der Sieg heute, gerade in der Phase, in der er noch steckt? Sehr wichtig. Also man sieht auch heute wieder, dass noch nicht alles zusammenpasst, dass wir immer noch sehr schwere Phasen haben und uns das Leben vor allem selber schwer machen. Die Phase haben wir aber gut überwunden und letztendlich den Sieg dann doch auch souverän nach Hause gefahren. Ja, eben in dieser Phase. Ja, hab gedacht, wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Spannung hier in dem Spiel. Da bringt er das Ganze wieder ein bisschen zum Kochen. Was war da los und was war anschließend los, dass das dann doch wieder so stark die Nerven behalten hat? Ich glaube einfach, dass wir, egal welche Formation, in der wir spielen, aufs Tor gehen müssen. Wir müssen manchmal hast du das Gefühl, wir spielen mit so einem unnötigen Rucksack. Brauchen wir gar nicht, wir brauchen keine Angst haben und auch nicht irgendeine Bürde, die vielleicht von außen auf uns einprasselt und uns selbst auferlegen, sondern einfach spielen, Spaß haben, war eine super Stimmung. Das ist auch was, was die dritte Liga super geil ausmacht. So Stimmung hast du selbst in der zweiten Liga nicht so oft, weil es einfach sehr eng ist, sehr familiärer Verein, das ist noch so ein bisschen rauer. Sehr geil und das war super heute. Und das musst du nicht aufnehmen und einfach positiv umsetzen. Jetzt im Blick auf die nächsten Wochen, auch aufs nächste Heimspiel, was sind denn gerade vor allem noch die Baustellen, wo ihr arbeiten müsst? Ja, ich denke, im 1-1-Verhalten vorne wie hinten sind wir noch viel zu passiv, viel zu zaghaft. Da müssen wir auch mal ein bisschen mehr Eier zeigen und Mut in der Entschlossenheit. Also, das sind so ein bisschen die Mentalwerte, die uns da sicherlich noch fehlen oder wo wir noch verarbeiten können. Ja, ein bisschen mehr Killerinstinkt. Und dann natürlich auch ein Kick mehr Konzentration. Also wir machen hier und da noch ein bisschen zu viele einfache Fehler. Ich denke, wenn wir das abstellen, dann können wir da auch noch wieder einen Schritt weitergehen. Und das ist sowohl in der Deckung als auch vorne. Und vielleicht mal etwas konstanter probieren, die guten Phasen zu verlängern und dann auch vielleicht auch durchzuspielen. Ja. Dann freuen wir uns jetzt. Nächstes Heimspiel Samstag gegen Pfullingen wird hoffentlich wieder eine volle Schänzlehölle auf uns warten. Und dann Vollgas mit Kemper College.